Arbeit muss Spaß machen. Ja? Das heißt, die muss herausfordernd sein, damit ich entsprechend auch Erfolge haben kann bei der Arbeit, weil das doch der stärkste Motivationsfaktor für mich ist. Das Umfeld muss stimmen, sie sollte nicht belastend sein, sie sollte, wie gesagt, gut meisterbar sein, also die Fähigkeiten, die man hat, sollten optimal zum Tragen kommen. Wir haben, glaube ich, 6-mal bei Topjob teilgenommen, 5-mal waren wir unter den Top 5. Ja. Wir haben 3-mal diesen Equality Award bekommen. Wir waren jetzt im letzten Jahr bei Best Place to Work, exzellentes Unternehmen Nordrhein-Westfalen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir Mitarbeiterbefragungen, die natürlich auch uns spiegeln, wo stehen wir da, was hat sich zum Positiven entwickelt. Es gibt immer was, was man noch besser machen kann. Aber ich denke, da haben wir einen guten Stand. Das sind für mich solche Indikatoren, die zeigen, dass wir als Arbeitgeber wirklich eine attraktive Position besetzen. Wir versuchen, das aktive und gesunde Altern zu unterstützen und beschäftigen uns jetzt im Wissenschaftsjahr des Forschungsministeriums damit, inwieweit angemessene Robotik vielleicht in Zukunft mal in der Altenpflege eingesetzt werden kann. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir in der Digitalisierung die Beschäftigten, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den Mittelpunkt stellen und ihre Bedürfnisse und ihre Interessen. Und wir gehen davon aus, dass man mit Lern- und Experimentierräumen, also mit Räumen, in denen man den Beschäftigten Zeit und Raum gibt, sich mit den Zukunftsthemen, mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, dass man dafür das Unternehmen die besten Lösungen bekommt. Das heißt also, wir hören auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, binden sie ein und gleichzeitig wird das Unternehmen innovativer. Die Anforderungen gab es schon immer, sie haben sich gewandelt. Es sind heute andere Skills, als es vor, sagen wir mal, 1-2000 Jahren waren. Aber die gute Nachricht ist, unser Hirn schafft das. Unser Hirn ist ein so wunderbares Organ und es kann so wahnsinnig viel, dass wir also nicht im Chaos versinken, sondern dass wir einfach bloß uns den Dingen zuwenden, die aktuell für uns wichtig sind.